geht einfach, zuerst sucht man mal einen Stamm, was relativ ostfrei ist. Ne? Das ist einmal wichtig, weil jetzt Astel, was drinnen ist, ist ein Loch in der Schäfer. Ne? Das ist ja schlecht. Er soll einmal ostfrei sein. Dann das zweite Kriterium ist einmal der Durchmesser, nicht zu klein und nicht zu groß. Da soll das passende Moos sein. Und nachher schaut man, ist er grob gewachsen, wie schaut die Rinden aus, ist das alles sauber, ist er grob gewachsen, hat er keine Einwölbungen drinnen, ist der Stamm ziemlich groß, dann sagt man auch, er hat immer ein gutes Wachstum gehabt, aber nicht schnell. Und dann, wenn man so schaut, die Rinden, so wie da oben, ist ein langsames Wachstum, das sagt man die Rinden, das ist auch ein Kriterium, dass er ja fein gewachsen ist. Und wenn das alles stimmt, dann kann man umschneiden. Oft sagt man, ja, der Mir hat normal gar nicht. Das heißt, das Rindenbild soll auch gerade runterlaufen, dass ja, genau, keine Drehung zu sehen ist. Ne? Dass er ja nicht draht ist und dass die Schuppen, so wie da sind, schön, so wie die sind, ein bisschen grau. Das ist ein Zeichen, dass er langsam gewachsen ist. Und das ist maßgebend, dass er ja langsam gewachsen ist. Dass kein Ost nichts drinnen ist, sauber. Ne? Da hat er schon einen Riss um, wo er sich nachher gut klirren lässt. Dann werden da mal grob die Miesel vorgeklauben. Und dann halten wir weiter, ne? Bis die Schäfer fertig da sind. In Trinken halt auch. In dem Bereich sich das Holz nicht spalten lässt, fällt es sowieso weg. Wenn dann, man hat es schon gesehen, wenn das dann in diesen Teilsegmenten aufgeteilt ist, dann klebt man das in etwa da weg. Was vielleicht noch ist, also die Breite kann da zwischen 8 und 12 cm variieren. Also man soll nicht zu breit werden. Bei den Schorschenkel aus Lärchenholz kann man dann breiter werden, aber bei den Schiefer soll man zwischen 8 und 12 cm in etwa. Je länger die Schindel zu machen sind, umso schwieriger ist natürlich. Wenn ich nur 30er Schindel klebe, dann ist es wurscht, weil dann 30 springt es gleich einmal. 60 ist schon ein Problem, also bei 80 wird es schon noch schwieriger. Gell? Dass man auch wirklich so ein schönes Holz hat, dass das wirklich schön gerade wird. Alles, gell? Der nächste Arbeitsschritt ist das Entrinden der sogenannten Miesel. Das tut man deswegen, weil ja beim Dachdecken selber dann ja die Außenseiten vom Schindel ja dabei bleibt. Nicht so wie bei den anderen Schindeln, wo das eigentlich wegkommt. Und deswegen muss man das wirklich sauber entrinden, dass man nicht zusätzliche Fäulnis am Dach produziert, weil das relativ leicht verrotbar ist und sonst der Fall dann das am Dach überwacht.
dann soll man halt schauen, dass das wirklich komplett glatt ist. Also wir sagen halt zu dem Waldsand dazu, was direkt die letzte Schicht vom Holz ist, dass das wirklich alles herunten ist, dass wirklich ganz reines Holz da ist. Und jetzt sieht man jetzt ganz genau, warum auch das Holz grün sein soll, also ganz frisch sein soll, weil wenn das jetzt da aufgetrocknet, dann bringt man die Rinden fast nicht mehr runter. Windleisen kann auch ruhig ein bisschen schwerer sein, weil vor allem, wenn man dann nachputzen muss, Späne oder so, dann zieht es einfach. Das ist schon neu gemacht, das ist eben da geschweißt, das Federstall. Und zum Aufschlagen hat man den sogenannten Schindelschlägel. Wir schauen halt immer, dass wir relativ hartes Holz erwischen. Zum Beispiel das ist jetzt da ist Zwetschgenbaumholz aufgeleimt, weil der die Zwetschge sehr stabil, sehr fest, sehr hart ist und ein gewisses Gewicht hat, weil der Schlägel soll schon ein gewisses Gewicht haben, weil sonst muss man gar so oft aufhauen, wenn er zu leicht ist. Gell. Die Schindelgas, die Größe ist individuell, eine gewisse Breite, also so 80, 90 Grad soll er sein. Länge ist egal, die kann kürzer sein, sie kann auch länger sein. Länge ist insofern besser, weil vor allem, wenn man allein lebt, meistens hat man noch einen zweiten gegenüber. Dann wird immer antwortet, aber wenn man allein gibt, ist die Länge besser, weil dann kann man es mit zwei Fichtenrundling beschweren. Kann man es da so einklemmen quasi. Und da kann ich runterdrücken dann. Druck. Da geht er durch, aber nur beim feinen Klieren wird es nachher interessant. Mhm. Jetzt habe ich da ist jetzt. Da wollen wir schauen, dass wir ein paar Mal machen. Und da möchte ich jetzt drucken. So, da ist er eigentlich fertig. Warte, jetzt drehe ich da so um. Dann kann man das da besser sehen. Jetzt machen wir da ganz einen dünnen, ich bin original schief. Siehst du, da ist jetzt relativ gleich, aber der Andruck, dann kann ich es da relativ steuern, dass er mal herinnen bleibt. Und was man ganz typisch sieht, zum Beispiel jetzt da, in diesem Fall, da geht es so Brick, da putze ich runter, dass der groß ist, einigermaßen. Die kann man aber das Stück auch verwenden, mit dem deckt man trotzdem auch. Das putzt man auch gleich da, aber sauber ist. So, siehst du. Wir haben da schon den ersten, der ist auch schon fertig, den können wir da auch dazu legen. So, die werden da drüber gelegt. Jetzt kommt der drauf. Da muss ich jetzt fest drucken, weil muss ich so herdrucken, das dickere, dass da Zug keine springt. Mhm. Weil ich möchte schauen, dass ich da drei rausbringe, dass wirklich schiefer sind. Und da muss man wirklich mit viel Gewalt da herdrucken, dass er uns da schon reingeht. Perfekt, jetzt wieder reingesprungen ist.
Ja, da vorne fällt wieder ein Stück an. Auch wurscht. Ist fertig. Wird er jetzt mit Draht zusammenbunden. Und so wird er gelagert. So bleibt sie nachher und zwei Jahre liegen. Und wo? Unter Dach. Unter Dach im Schatten, wenn es geht. Nicht auf der Sonne. Ja, nicht nur. Ja. Ja, nein, das sind die mehr weg. Die hätten das Gebiet auf der einen